Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Ja, ach, Gran Turismo 4, wie sage ich immer 4? Egal, Gran Turismo 3. Heute machen wir direkt weiter. Und zwar kommt als nächstes die Strecke, das war jetzt die Powers, ne? Oder? Ich weiß noch mal, es ist nicht, dass wir selbst gefahren sind. Ja, die Powers müssen wir fahren, genau. Machen wir mal weiter hier. Wir nehmen mal... was können wir denn als nächstes nehmen? Wir können eigentlich mal wieder ein langsames Auto nehmen, die A-Klassen zum Beispiel. Und wenn ich mir jetzt ganz schnell die gucke, das einzige Auto, was wir in der A-Klasse noch nicht gefahren haben, ist hier, glaube ich, sogar ein Honda NSX, weil ich ja kein Mittelmotor-Fan-Typ bin. Hier, das habe ich auch schon häufig gesagt. Und ja, wie im letzten Part schon erwähnt, möchte ich ein bisschen über die Strecken hier ein bisschen labern, ne? Ein bisschen, wie oft habe ich das schon ein bisschen gesagt? Keine Ahnung. Möchte ich über die Strecken halt reden, so... Ich habe mir was überlegt, vielleicht sogar auch für jede Strecke eine Bewertung geben, die wir jetzt fahren noch. Hätte ich eigentlich von Anfang an machen müssen, aber... Ja, die Idee kam mir erst jetzt, deswegen... Ja, können wir ein bisschen jetzt so die Strecken sagen. Also, wie sicherlich die meisten von euch wissen, also nicht die meisten, aber einige vielleicht, die Paul ist meine Lieblingsstrecke von Gran Turismo, also allgemein von allen Originalstrecken meine Lieblingsstrecke. Ja, der Grund dafür ist eigentlich mehr wirklich die, fast schon eigentlich nur die Umgebung, weil vom Layout her ist die Strecke eigentlich relativ, ja, nicht langweilig, aber halt, ne, gibt es eigentlich nicht viel Besonderes zu sagen hier. Ich finde die Umgebung einfach richtig geil und auch wie hügelig die Strecke ist hier, ist auch eine leichte Herausforderung, wenn man hier ein schnelles Auto fährt. Wow, ist die Strecke bestimmt richtig tricky zu fahren auch, bestimmt, ja. Ja, warum meine Lieblingsstrecke? Umgebung. Hier, achte mal links. Links einfach unglaublich schön. Das ist ein bisschen Uncharted-Feeling hier. Ich meine, die meisten kennen, oder viele kennen von euch hier Uncharted, die Spielereihe. Und so ein bisschen Dschungelgebiet, so, ne, ein bisschen Natur genießen alles. Und so ist es hier auch. Das ist einfach eine typische Naturstrecke. Und dementsprechend, ja, mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Wenn man hier sich die, alles hier anschaut, auf welches... Wo befindet sich die Strecke, das wissen wir nicht, weil es eine Originalstrecke von Polyphony und die sagen hier nicht, zu welchem Land die Strecke gehört. Aber meine Vermutung ist, eigentlich glaube ich schon fast USA, Kanada-mäßig so ungefähr. Weil das sieht jetzt für mich irgendwie nicht so asiatisch aus. Für mich, die Stelle hier sieht schon ein bisschen deutsch aus, finde ich, so halt so Schwarzwald-mäßig. Ja, wenn man sich auch die Bäume anschaut, sieht so eigentlich schon fast deutschlandmäßig aus. Aber wenn wir dann hier gleich wieder die Gegengerade fahren, ja, da sieht man sofort, ja, irgendwie ist es doch nicht Deutschland, weil so sieht, denke ich, nicht Deutschland aus. Es ist dann mehr so USA. USA, Kanada. USA oder Kanada, also Kanada, unglaublich schönes Land, finde ich. Da gibt es so viele Naturgebiete und ich persönlich, wenn ich dann Urlaub gehe, dann möchte ich eigentlich mehr so wandern, als ja, am Strand zu liegen und dann halt mich zu bräunen. Ich bin nicht so der Strandtyp, ich möchte halt schon mehr die Umgebung halt erkunden. Und hier meine ich ja links, das sieht für mich aus wie eigentlich USA. Ich bin einfach ein Fan von der Umgebung hier. Aber auch die Strecke ist halt entsprechend herausfordernd, ja. Kann man so fast schon sagen. Ich bin ein richtiger Fanboy fast schon hier. Ja. Mehr kann man eigentlich über die Strecke fast nichts mehr sagen. Wir können ja in Ruhe weiterfahren. Ich habe mir überlegt, auch vielleicht für jede Strecke eine Bewertung zu geben. Und 1, also 1 bis 10. 1 ist dann die Teststrecke. Oh, Spoiler. Oder ja, die Teststrecke einfach unglaublich langweilig. Und ich würde schon hier sogar sagen 10. Das wäre jetzt die absolute Vollpunktzahl. Und jede Strecke, die wir dann jetzt fahren, bewerte ich. Und ihr könnt ja halt dann wissen, also 0 halt ist dann halt zum Beispiel die Teststrecke und 10 dann die Powers. Und dann wisst ihr ungefähr Bescheid. Ah, okay. So ist die Bewertung, ne? Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsstrecke ist, aber braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt einfach nur euch das Video anschauen und einfach nur genießen hier. Und es wäre einfach nur ein Traum, wenn die Strecke irgendwann noch für Gran Turismo Sport erscheint, aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Erst frühestens, wenn Gran Turismo 7 rauskommt, also wird wahrscheinlich der neue Teil, also der kommende Teil wird wahrscheinlich Gran Turismo 7 heißen.
Und in jedem Hauptteil sozusagen war ja die Strecke dabei, ne? Also Motorsport Sport ist ja kein Hauptteil, sondern also ist für mich auch wirklich mehr ein Spin-off, weil ja die ja, es ist halt ein Spin-off. Das ist eigentlich in Gran Turismo hauptsächlich nur online-mäßig zu zocken. Man kann es auch offline spielen, klar. Die bringen ja auch regelmäßige Updates und bringen auch neue Offline-Events mit dabei, aber die Offline-Rennen sind da wirklich mega langweilig. Bei Gran Turismo, bei den anderen Hauptteilen, da war es auch wirklich so gewesen, dass man da wirklich Geld sparen musste und so. Und hier kriegt man eigentlich Geld die ganze Zeit hinterhergeschmissen. Hier gibt es auch keine Lizenzprüfung, richtig. Gibt es nur diese paar Mission bei Gran Turismo Sport, aber das ist auch ein anderes Thema. Wir sind hier bei Gran Turismo 3, wir sollen mehr über Gran Turismo 3 reden und nicht über andere Teile. Aber wir können auch gerne mal auch andere Teile vergleichen, also zum Beispiel die Strecke mit Gran Turismo 5 oder Gran Turismo 4 oder so vergleichen. Und was auffällt auf jeden Fall, das hat auch, glaube ich, der King Lion auch mal gesagt, ein treuer Abonnent, Moderator von mir hier, er hat angemerkt, da hat er auf jeden Fall vollkommen recht, Gran Turismo 3 sieht irgendwie farbiger aus als Gran Turismo 4. Also farbiger jetzt so, ne, bunter, knalliger, sieht so mehr Comic-mäßig aus. Also nicht Comic, das ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine vielleicht. Also es ist halt bisschen verspielter so von Look her. Und bei Gran Turismo 4 ist alles mehr dunkler, aber auch realistischer. Gran Turismo 4 ist auf jeden Fall realistischer von Aussehen her als Gran Turismo 3, und das meinte ich jetzt halt mit Comic-Look so und sozusagen. Ist ein bisschen übertrieben gemeint jetzt, aber so in der Art meine ich das jetzt, ne? Was ich eigentlich ja sogar, wie soll ich das am besten sagen, ich finde Look von Gran Turismo 3 sogar ein bisschen optisch ein bisschen ansprechender anzusehen. Das ist genauso wie bei Handys zum Beispiel. Zum Beispiel das iPhone 11, das neue iPhone 11, gibt es ja in 5 oder 6 Farben. Rot, Gelb, Blau, was noch? Ja, Schwarz-Weiß und so, ne? Und damals gab es ja das iPhone nur in so ganz seriösen Farben, so nur in Silber, nur in Schwarz und so. Und das ist irgendwie, das ist so Trend geworden wieder, dass viele, viele Produkte auch jetzt bunter erscheinen. Was ich auch echt richtig cool finde auch. Und ja, Gran Turismo 7, Gran Turismo 4, ich hoffe Gran Turismo 7 wird halt wieder ein bisschen bunter, so wie Gran Turismo 3, aber es wird, glaube ich, nicht mehr wieder, das wird nicht mehr passieren, weil ja, die Spiele werden immer realistischer und dementsprechend auch die Grafik, ne? Also, hier zusammengefasst, meine Lieblingsstrecke, die Umgebung einfach nice und klein, Layout her auch eigentlich ganz cool, deswegen 10 von 10, ja. So, machen wir dann weiter, Einzelrennen. Ja, jetzt kommen wir dann als nächstes Special Stage 5. Können uns auch noch ein bisschen hier das Vorschau-Video anschauen. 3, 2, 1, weiter geht's. Wir haben doch keine Zeit. Ja komm, wir machen mal wieder die S-Klasse. Ich meine, wir sind mit diesem Nissan Skyline noch nicht gefahren von Sexel? Irgendwie so heißt die Marke. Das Team besser gesagt. Ja, Special Stage 5. Ja, was können wir denn hier so besonders sagen? Also, ich finde die Strecke ordentlich cool. Was mir direkt aufgefallen ist, eigentlich kenne ich die Strecke nun wirklich pechschwarz, aber hinten leuchtet etwas hier. Man sieht da die Sonne, zum Beispiel untergehen zumindest. Ja, jedenfalls Special Stage 5, wenn wir uns ein bisschen die Umgebung hier uns anschauen. Ich meine, ich habe das überall gelesen, die Strecke an sich existiert nicht. Aber die Umgebung ist echt. Also, ich bin mir zu 100% sicher, dass die Strecke in Japan ist, beziehungsweise die Umgebung hier. Um genau zu sein, ist die Umgebung eine Autobahn. Es ist eine Autobahn. Das sieht man nicht zwar sofort, aber es ist eine Autobahn. Eine japanische Autobahn. Und ja, so würde ich mir auch eigentlich eine Rennstrecke vorstellen, wenn wir eine Autobahn hier so fahren. Und ich finde die Strecke optisch ganz cool, die Hochhäuser, also ja, man muss bedenken, es ist ein ganz großes 3-Spiel, ein altes Spiel auch, ne?
Also deswegen die Grafik jetzt nicht so besonders, aber ich finde die Umgebung eigentlich recht hübsch sogar. So halt dunkel und die ganzen Hochhäuser sieht man hier links zum Beispiel, ne? So, jetzt haben wir den endlich überholt, ey. Wir haben ein bisschen dafür gebraucht. Hier, die ganzen Häuser, sieht schon eigentlich recht cooler aus sogar, ne? Also nicht so New York-Feeling, aber so ungefähr. Ich kann mir sogar vorstellen, es ist sogar so Richtung Tokio, die Umgebung. Und ich finde auch das gut gewählt, dass wir hier in Dunkeln fahren, weil ich habe mal gesehen, in Gran Turismo 5, wenn man eine gehackte PS3 hat, da kann man auch da sogar die Zeit ein bisschen ändern. Man kann sogar die Witterungsbedingungen bzw. sogar die Zeit allgemein halt ändern. Und da hat einer es irgendwie geschafft, hier auch tagsüber zu fahren. Und tagsüber sieht die Strecke, zumindest jetzt in dem Video, was ich gesehen habe, nicht so toll aus. Aber ich glaube, die Entwickler haben die Strecke auch halt optisch an die Dunkelheit angepasst. Und dementsprechend sah die Strecke nicht so schön aus, als ich da die Aufnahme gesehen habe, in Helligkeit. Also das ist genau das gleiche Problem wie mit Need for Speed 2015, da gibt es auch einen Mod. Also Need for Speed 2015 ist ja auch die ganze Zeit in Dunkelheit, da gibt es das sieht man gar nicht, die Sonne. Und da gibt es einen Mod, da kann man die Strecke halt beleuchten sozusagen, ne? Also dass dann tags, dass es hell ist. Und da sieht man auch sofort, dass die Entwickler halt sehr viel da an die Dunkelheit angepasst haben, weil man sieht sehr viele Sachen nicht. Wenn es dunkel ist, dann sieht man allgemein halt nicht, und deswegen mussten die auch nicht so viele Objekte auch einblenden. Ja, und deswegen sehen die Strecken halt so von der Umgebung her auch recht langweilig aus. Aber wir reden jetzt wieder die ganze Zeit über andere Spiele. Ich möchte ja über Gran Turismo 3 reden. Jetzt zu meiner Bewertung. Ich fahre hier gerne. Ich finde das Layout interessant. Übrigens auch ein Fun Fact. Ist ja auch eine Strecke. Da gibt es eine Stelle, da kreuzt sich ja die Strecke vom Layout her. Da gibt es eine Kreuzung, aber natürlich treffen sich die Autos dann nicht. Weil wir fahren halt nach oben und dann, ne, können wir halt entsprechend die anderen Autos nicht treffen. Das laber ich ja wieder. Egal, ihr wisst schon hoffentlich, was ich meine. Also kein Derby Debilation. Wie heißt das? Derby? Ach, keine Ahnung. Oh, ich bin wieder ein bisschen brainfucked. Also hier kreuzen sich die Autos nicht, zum Glück. So. Deswegen, vom Layout her, ja, solide. Gibt es einige Kurven, die machen schon Spaß. Ne? Die Hernal-Kurve, so die Kurven davor, die machen schon Spaß. Die ganz schnellen Kurven, die langgezogenen Kurven auch. Also hier gibt es eigentlich von allem was. Hier diese Gerade ist ja auch recht lang sogar. Okay, wir fahren jetzt nur 250 km/h. Ich glaube, der Wagen schafft locker 290 oder so. Deswegen würde ich jetzt für die Strecke eine solide 7 geben. Also 6,5. So 6,5 bis 7. Wenn wir hier auf dieser Strecke fahren, dann denke ich mir so, ja, okay, können wir gerne machen. Ne? Und ansonsten ist jetzt nicht so, dass ich sage, yo, coolste Strecke ever. Hier die Strecken, die Passage finde ich echt cool. Hier, dann die Haarnadelkurve. Vor allem, wenn die Strecke nass ist. Hier gibt es auch eine zweite Variante, in Gran Turismo 3. Einmal in trocken und einmal in nass. Und das macht die Strecke auch richtig Spaß, finde ich. Wenn man hier mit einem Rallye-Auto lang fährt. Ne? Hier die Kurve ist auch ein bisschen tricky, wenn man, je nachdem welches Auto man hat. Ja. Ganz cool. So, wir können ja ein bisschen vielleicht über das Rennen kommentieren, weil, ja. Viel gibt es jetzt eigentlich nicht mehr über die Strecke zu erzählen. Na, übrigens, auch jedes Hauptspiel. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Natürlich aber in Sport nicht. Gibt es die Strecke nicht. Und ich bin mir sicher, auch wenn Gran Turismo 7 rauskommt, dann ist die Strecke wieder dabei. Ja. Wir haben jetzt hier 5 Sekunden. Ja, ich dachte schon, wir hätten 5 Sekunden, aber das sind 2,8 Sekunden. Das geht sogar eigentlich. Die KI sind ja ein bisschen zu langsam. Die sind hier viel zu langsam. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass wir hier gleich fertig sind. Hier. Dieser Strecke. Wie viele Rennen müssen wir noch fahren? Ich meine, in dieser Ebene jetzt noch 2 Rennen, wenn wir das Rennen jetzt beendet haben. Danach kommen ja
Seattle Circuit. Ja, über Seattle Circuit kann ich mir auch jetzt schon mal ein paar Gedanken machen. Aber ich weiß, glaube ich, schon, was ich da über die Strecke sage. Aber mein Feedback bekommt ihr erst dann, wenn wir die Strecke dann besuchen. Ne? 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 Ja, genau. Aber ich habe auch im ersten Moment eigentlich gedacht, hier, Special Stage 5, das ist doch keine Autobahn. Aber das ist eine Autobahn. Also, das wurde mir zumindest immer so gesagt. Es gibt ja eine Autobahnstrecke, auch in Gran Turismo Sport, auch eine Tokio-Autobahnstrecke. Die sieht dann schon mehr nach einer Autobahn aus, aber da bin ich auch halt in der Meinung, die Strecke ist recht langweilig. Die ist zwar cool modelliert und so, aber gibt's bessere Strecken. So. Erster. Nice. Na, ich glaube, jetzt kommt zweites Circuit, ne? Ne? Yep, zweites Circuit. Was können wir denn hier für ein Auto nehmen? Wir können ja mal vielleicht von unserer Garage wieder was nehmen. Ein Auto, das wir noch, vielleicht noch nicht gefahren sind. Ja, wir können eigentlich die Viper hier nehmen, weil, ja, Viper sind wir noch gar nicht gefahren. Zumindest jetzt diese Aufnahme hier. Ja, Seattle Circuit. Man sieht eigentlich sofort, dass es eine amerikanische Strecke ist, also eine amerikanische Stadtstrecke. Weil, ja, guck mal, hier die Wolkenkratzer. Okay, sind das Wolkenkratzer? Ich glaube nicht, es sind einfach nur große Gebäude. Ja, so sieht halt eine typische amerikanische Strecke. Also, Seattle Circuit ist ja San Francisco. Wie nennt man das? Oh mein Gott, ich bin ein bisschen brainfucked hier. Alleinmerkmal, ihr wisst schon, was ich meine, ist diese Sprungpassage. Das ist, glaube ich, sowas von unrealistisch. Deswegen gibt es die Strecke auch nicht ganz von 5 und 6. Ist aber nur eine Vermutung und ich hoffe, wir sind schnell genug, weil ich merke gerade, wir fahren gegen GT500-Fahrzeuge. Oder, nee, das sind nicht GT500, das sind JGTC. Ja, nochmal zurück zur Strecke, ne? Wie gesagt, von der Umgebung her sieht wirklich aus wie eine typische amerikanische Strecke und wow, wir fahren hier ein bisschen Autoscooter, das ist ja lustig. Ja, hier, die ganzen Häuser, das sieht typisch San Francisco aus, ne? Das ist, finde ich eigentlich ganz cool sogar auch. Da vorne ist das ist ein Stadium sogar, ein Baseball-Stadium wahrscheinlich. Die Umgebung ist, glaube ich, auch basiert auf, also es ist eine echte Umgebung, aber die Strecke ist halt wieder ausgedacht. Ich merke gerade, dass die KIs hier schon einen Druck machen. Die einzige Kurve, die mega, mega, mega nervig ist, ist die letzte Kurve. Ja, apropos nervig und so. Ja, über Charakteristik vom Layout her jetzt. Die Strecke ist recht winklig, so würde ich mal behaupten. Also gibt es viele Stop-and-Go-Passagen, viele 90-Grad-Kurven. Was ich eigentlich jetzt nicht so cool finde, nicht so wunderbar. Zum Beispiel hier, aber okay, die Stelle ist irgendwie schon cool, weil die ist fast eine langgezogene 90 Grad Kurve, wenn man das so sagen kann. Was mich aber ein bisschen nervt, also das ist Kritik, also das ist meine persönliche Meinung, ist diese Sprungpassage. Ich finde ein bisschen blöd, dass die Autos hier so springen. Ne? Deswegen die Stelle nicht so ein großer Fan von. Hier alles ziemlich eng. Ja, vor allem jetzt hier. Die sind sofort die Leitplanken, wenn man hier kommt. Also man muss hier wirklich aufpassen. Man kann hier die Kante von der Leitplanke treffen. Und ja, gibt es zwei lange Geraden. Einmal statt hier und dann, das ist glaube ich die erste Gegengerade. Ich glaube, das ist die einzige Gegengerade, ja. Und gegen Ende ein bisschen Go-Kart-Feeling dann. Weil, na, jetzt kommt hier die langgezogene rechts, 90 Grad Rechtskurve wieder. Und hier Go-Kart-Passage, was ich eigentlich echt schon cool finde, aber je nachdem, welches Auto man hat. Wenn man ein unruhiges Auto hat, dann ist die Stelle echt blöd zu fahren. Und wie gesagt, dann kommt hier die letzte Kurve. Was ich mich frage, was ist da eigentlich da oben? Ist das eine Autobahn da oben oder ist es ein Parkplatz? Ich meine, das ist ein Go-Kart, eine Autobahn. Ja, und die letzte Kurve, die ist schrecklich. Vor allem, wenn man ein Auto hat, das relativ unruhig fährt oder so, oder halt schlechte Reifen hat oder so. Naja. Ne, also ich fahre hier gerne. Ich finde es echt schade, dass Gran Turismo 5 und 6 die Strecke nicht mehr hat.
dementsprechend, ja, finde ich es halt traurig, dass wir hier nicht mehr fahren. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob Sweater Circuit wieder zurückkommt. Gran Turismo 7. Es gab ja eine Aufnahme, einen Trailer. Ne, war das ein Trailer? Die haben ein Konzeptauto von Honda gezeigt. Ich glaube, das ist NSX Concept Car. Haben die extra einen Trailer gemacht, die Entwickler von Gran Turismo, also Polyphony Digital. Die haben da dann Aufnahmen hier gezeigt von dieser Strecke. Also das Auto vor auf dieser Strecke. Und die Strecke sah da recht anders aus. Also nicht anders, sondern die Grafik war so hübsch. Und deswegen war es auf jeden Fall nicht die Gran Turismo 4 Variante, sondern wahrscheinlich wurde es schon mal hier entwickelt. Aber nicht zu Ende wahrscheinlich. Naja. Ja, und wenn ich jetzt eine Bewertung geben würde, auch hier würde ich jetzt sagen 6 bis 7. Ich würde aber, glaube ich, sogar mehr Special Stage fahren. Und hier habe ich ja gesagt 6,5 bis 7. Also da würde ich dann hier sagen, ja, 6 hört sich so irgendwie niedrig an von Punktzahl her, ne? Aber 6,5 safe. Bei Special Stage war das ja so 7 ungefähr, ne? Also 6,5 würde ich jetzt hier für die Strecke geben. Also ich fahre hier gerne, ne? Mehr gibt es ja eigentlich wieder nicht zu sagen hier. Könnt ihr mal wieder ein bisschen über das Renngeschehen hier labern? Die Gegner. Ja, wir. Ist das ein Rennauto, was wir hier haben? Im meisten Sein habe ich das Auto noch nie gesehen, aber es ist auch ein Konzeptcar. Ist auch ein Konzeptcar. Das darf man nicht vergessen. Das Auto kann man so nicht kaufen, also die Viper jetzt hier. Ob das jetzt ein Rennauto ist? Ich glaube nicht, das sieht nicht aus wie ein Rennauto. Obwohl, wenn man jetzt hinten die Diffuser sich anschaut, das sieht schon krass aus. Also es ist schon eigentlich doch mehr so ein Hybrid zwischen Rennauto und Serienwagen. Aber es ist auch ein Konzeptcar und Konzeptcar, ja, die sehen immer so abgespaced aus, ne? Wenn man auch die Vision GT-Fahrzeuge anschaut in Gran Turismo Sport, beziehungsweise in Gran Turismo 6. Ja. Und die KIs machen hier Druck, also ich muss ja ein bisschen aufpassen. Und die letzte Runde war auch nicht besonders schnell, da war ich 1,5 Sekunden langsamer als meine Bestzeit. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob ich da gegen die Bande oder so gestoßen bin in der letzten Runde. Weil ich hier so viel rede, aber ich finde das echt cool, dass ich jetzt mal. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool, wenn ich hier mal über alle Strecken hier ein bisschen rede. Leicester, ne, nicht Leicester, aber so ungefähr, ne? So, wir müssen aber jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass die KIs hier. Und wir waren noch langsamer als vorher. Oh mein Gott. Wir müssen ein bisschen schneller fahren jetzt. Versuche mal eine solide Runde zu fahren, ohne die Leitplanke zu berühren. Ne? Das muss man schaffen, eine Runde hier sauber zu fahren. Das ist ja extrem tricky. Und ja, ich bin auch kein Fan von dieser Sprungpassage. Das ist auch total unrealistisch. Deswegen, ich glaube, das ist auch allein schon der Grund gewesen, warum die Strecke nicht mehr in 5 und 6 gab. Könnte man aber eigentlich modifizieren hier an die Stelle, ne? Eigentlich schon, aber. Weil wir möchten halt die Umgebung nicht verfälschen. Deswegen haben wir die Strecke, die Stelle auch dann so belassen. Ja, wir haben genug Vorsprung. Wir haben genug Vorsprung und können auch dann jetzt direkt hier Celebration machen. Ja, die Stelle, wie gesagt, ist schon tricky auch, aber der Wagen fühlt sich hier so wie eigentlich fast jedes Auto recht stabil an. Kinderleicht, man kann sich hier nicht irgendwie drehen oder so. Man hat nur halt sehr viel Unterschied, das ist was mich ein bisschen nervt. So, und auch hier Victory, juhu, yeah. Okay. Ich soll nicht so viel jubeln. So. Die nächste Strecke, meine absolute Hassstrecke hier, ne? Also deswegen null Bewertung. aber wir werden auch, wenn. Ich bin. Ja, wir werden hier auf jeden Fall unser Escudo nehmen dann. Wir müssen das Auto erstmal finden. Ja, wo bist du denn? Da. Oh! Oh! Warte, der Wagen hat nur 995 PS.
wir machen das ganz schnell. Ich glaube, das lohnt sich schon wirklich hier. Ich möchte hier Ölwechsel machen. Weil der Wagen hat wirklich super wenig PS, oh mein Gott. Wir müssen erstmal unser Scooter hier finden. Wir können ja aber auch in der Zwischenzeit schnell nachschauen, wie viel Prozent wir eigentlich haben. Hä? Hier wird der 1780 angezeigt. Okay. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich? Ja, ach, wow, 88. Das ist ja rasant gestiegen, die Prozentzahl. Wir hatten da, glaube ich, doch vor drei Parts noch irgendwie 77% oder so gehabt. Ja, komm, wir machen ganz schnell hier Ölwechsel. Und fahren dann unsere absolute Hassstrecke. Ich hoffe, dass wir 900 PS haben. Nicht, dass das irgendwie begrenzt wurde. Das stand auch 900 PS, oder habe ich mich da verguckt gerade? So, jetzt kommt die Teststrecke. Juhu, juhu. Wieso freue ich mich? Ich hoffe, wir haben jetzt hier 1000 PS, weil wir brauchen dringend 1000 PS, um... Das sollte eigentlich sogar passen, ja, ja. Gucken wir einfach mal. Ja, wir haben die 1000 PS. So, let's go. Jetzt hebt das Auto gleich ab, oder? Bei 370 hebt unser Wagen ab. Falls jemand sich meine Leistung nicht angeschaut hat, wir haben den Wagen so modifiziert, dass er jetzt so abhebt. Jawoll. Und erreichen dann jetzt... Oh. Okay, haben jetzt nicht die 800 km/h Marke erreicht, aber gleich gegengerade. Zack, die Bohne, fahren wir so schnell wie Speedy Gonzales ungefähr. Ja, über die Strecke möchte ich jetzt auch nicht viel reden. Ich finde es einfach total unnötig bei Gran Turismo 3, dass wir so häufig auf dieser Strecke gefahren sind. Das war... Wer auf die Idee kam, auf dieser Strecke, also diese Strecke so häufig zu setzen, vielen, vielen Meisterschaften, ey... Also der gehört wirklich fast schon gefeuert hier bei Polifoni. Aber meine Meinung kennt ihr ja. So, jetzt können wir nochmal gucken und erreichen wir die 800 km jetzt. Let's go! Und. Das ist kein Cheaten, was ich hier gemacht habe, was ich hier mache. Das Einzige, was wir umgestellt haben, wir tricksen ein bisschen die Fahrphysik von Gran Turismo. Und zwar haben wir das Auto so tief wie möglich gestellt, die Fehlerrate auch richtig niedrig eingestellt. Und vorne den Abtrieb so niedrig wie möglich eingestellt und hinten so hoch wie möglich. Und ja, deswegen hebt unser Scudo so ab, ne? Und ich glaube, das ist mit Abstand der schnellste Wagen für das Rennen hier. Deswegen habe ich das Auto jetzt genommen. Und auch ein bisschen, um zu zeigen, wie das so ist, hier mit 800 km/h zu fahren. Und erreichen wir wieder die 800 km/h, vielleicht sogar die 1000 km/h Marke. Wir haben auch schon mal 1000 km/h erreicht. Aber nur mit Windschatten, glaube ich. Ja, 850 haben wir jetzt erreicht. Und ich wiederhole, das ist kein Cheaten, was wir hier machen. Das ist kein Cheaten, das ist einfach nur Bug-Using. Oder kann man es als Bug-Using bezeichnen? Das weiß ich nicht so genau. Das kann man auch mit dem GT1 machen. Ne? Ist sogar, glaube ich, schneller, mit dem GT1 das zu machen. Weil bei GT1 habe ich, kann mich als Kind erinnern, habe ich sogar mal immer öfters hier die 2000 km/h-Marke erreicht. Mit dem Scudo ist das irgendwie nicht so ganz möglich. Also wir schaffen nicht mal 1000 km/h hier. Also nur wenn wir Glück haben. Wenn wir ein bisschen Windschatten kriegen, können wir vielleicht die 1000 km/h erreichen. Und ich glaube, wir schaffen jetzt hier nur 100. Nee, leider nicht. Leider nein. Vielleicht in der letzten Runde, das sieht so aus, als würden wir die Gegner in der letzten Runde überrunden. Und wenn wir da Windschatten kriegen, Schüssikowski, fahren wir 1200 km/h. Aber wir dürfen die Autos dann nicht berühren. Also nicht stoßen, gegenstoßen. Boah, ein Schluck auf, ey. Sehr krass Schluck auf. Das ist aber das letzte Mal, dass wir auf dieser Strecke jetzt in Gran Turismo 3 fahren. Die Strecke gibt es zwar wieder in Gran Turismo 4, aber ich glaube nur in einem einzigen Rennen. Und sonst kommt die Strecke wirklich nur als Teststrecke, also um halt die Höchstgeschwindigkeit zu messen. Und da gibt es 4 Missionen auf jeden Fall. Es gibt da bei Gran Turismo 4 Fahrmissionen. Ich tease auch schon mal ein bisschen an. Ich meine, ja, wir sind schon eigentlich kurz davor, Gran Turismo 4 zu zocken.
Aber bevor wir gerade das Spiel zocken, zocken wir noch zwei andere Spiele. Ja, und deswegen ist meine Haarstrecke. Man kann ja nicht viel machen. Vor allem, wir hätten wenigstens mal die Umgebung ein bisschen anpassen können. Ich meine, das ist ja auch total langweilig von der Umgebung her. Und da sind wir zwei Rennen gefahren. Das waren die Formel 1, das war unter anderem halt das Formel 1 Meisterschaft. Da müssten wir, glaube ich, 25 Runden fahren. Like the Wind, 20 Runden. Was ich eigentlich nicht so schlimm fand, Like the Wind, weil das ist halt, Like the Wind ist halt so die Meisterschaft und die, da fahren halt Autos, da ist, glaube ich, sogar eine Viper, eine Straßenwagen-Viper gefahren, aber vollgetunt. Und vollgetunt hat die Viper irgendwie auch 1300 PS oder so. Wäre das jetzt die einzige Meisterschaft, also das einzige Rennen, wäre es okay, so würde ich das sogar feiern, aber wir sind schon so häufig hier gefahren. Naja, jetzt genug geheult. Ich möchte die 1000 km/h Marke erreichen. Come on! Jetzt come on. Okay. Können ja mal gucken, hier die Straße von unten. Ey, ich hab mal 1000 km/h erreicht. Das weiß ich noch ganz genau. Das war hier habe ich das gezeigt. Da müssen wir weiter nach links lenken. Nicht wundern, dass wir hier laut Kilometerstand sind wir hier über 4 Millionen Kilometer gefahren mit dem Wagen. Das liegt daran, weil wir hier out of bounds waren mal und einfach nur gerade ausgefahren sind. Und wir haben dann die Höchstgeschwindigkeit hier erreicht. 2,4 Milliarden sonst was. Und da ich ja auch in der PlayStation 3 zocke, ist die PlayStation manchmal nicht abgestürzt. Wenn man das mit einer PS2 macht, ja, dann ist die PS2 zwar nicht tot, also die funktioniert noch, aber die stürzt ab auf jeden Fall. Die stürzt auf jeden Fall ab. Da ich ja kurz mal 2,7 Milliarden km/h gefahren bin, sogar noch schneller, glaube ich, haben wir entsprechend halt auch so viele Kilometer hier. Also das sind noch 4 Millionen Kilometer, ne? Ja. Einfach zu viel. So, vielleicht überrunden wir die Gegner. Vielleicht überrunden wir die. Das wäre cool. So, das letzte Mal, dass wir jetzt auf dieser Strecke fahren. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Endlich, endlich. Wir haben immer noch nicht 1000 Kilometer erreicht, ey. Mann, warum nicht? Why not? Ja, ich glaube, wir schaffen das sogar, die zu überrunden. Ja, aber wir werden die nicht in der Gegengerade nicht überrunden, sondern erst, wenn wir hier wieder nach links springen müssen, oder? Nee, das schaffen wir nicht mehr. Mist, schade. Also Höchstgeschwindigkeit jetzt 800 km/h. Vielleicht schaffen wir jetzt die 900 km/h. Ich möchte wenigstens einmal die 900 erreichen. Come on! Ja, jetzt haben wir die Bande hier wieder berührt. Nee. Schade, schade, schade. Gleich sollten wir eigentlich die Fahrzeuge sehen. Oder? Nee. Ja, das war's dann. Das war's dann leider. Die 1000 Kammer werden wir nicht. What? Die Viper ist zweiter. Oh, jetzt ist okay. Es scheint doch ein spannendes Rennen da zu sein, aber leider erleben wir das nicht. Und wir sind hier endlich durch. Geile Matiko. Ja, dann gucken wir, was wir alles erreicht haben. Und ich glaube, erst in der nächsten Folge zeige ich, welche Autos wir welche Strecken wir fahren. Oh, ich wollte nicht auf. Was war das jetzt? Autos laden oder so? Okay. Bonusobjekt. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben C komplett fertig und ja. Nur noch D, E und F und dann sind wir hier fertig. Wow, das geht aber richtig schnell, ne? Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.